Ahoi Leute, willkommen zurück zu Let's Play City Skylines. Diesmal mit dem Fisch. Sag Ahoi. Hallo. Hoi Mates. Und ich spoilere ihn jetzt, weil er ist eigentlich der Einzige, der das Video, der die Videos auch guckt. Und ja. So sieht das bisher aus. Und ich habe das neueste Video noch nicht gesehen. Das heißt, das ist jetzt. Also, das ist auch noch 3 Videos in der Zukunft. Oh mein Gott. Das ist der Part, der nächsten Montag kommt. Towhard Spoiler. Und wir gucken uns jetzt mal den Verkehr an. Ich bin mir das Wie groß ist deine Stadt geworden? Ich habe ein paar Wohngebiete hinzugebaut. Ja, ein paar. So 10. Gefühlt. Also, ich habe alles nur noch viel, viel, viel schlimmer gemacht bisher. Aber Hatte ich nichts anderes mehr erwartet. Aber ich habe jetzt ein paar Kreisel gebaut. Das ist gut. Kreisel sind gut. Und du hast das U-Bahn-System ausgebaut. Super. Das habe ich nie hingekriegt. Nie. Ich hab's nie geschafft, eine funktionierende U-Bahn zu bauen. Ich auch nicht. Du guck, also er guckt das gerade auf Steam an, ja. Und das wird wahrscheinlich so 30 Millionen Sekunden später erst kommen. Aber an dieser Haltestelle stauen sich alle meine U-Bahn. Oh ja, ich sehe es. Ja, weil du eine Kreuzung gebaut hast. Ich kann kein Kreisel bauen. Kannst du schon, wenn du willst. Ich habe einfach viel zu viele Linien. Ich glaube, ich hätte nur irgendwie so eine machen sollen, die alles dann zweimal umfährt oder so. Naja, das funktioniert nicht, das hatte ich. Gut. Wie viel wird deine U-Bahn genutzt? Nicht viel. Naja, was heißt nicht viel? 2000 von 40.000. Das ist nicht schlecht. Ich bin richtig gut, oder? Ich hatte bei 150.000 so, weiß nicht, 500 oder sowas. Ich hatte nur eine Linie. Vor allen Dingen, ich schaff's irgendwie Gewinn zu machen. Ja, und du machst richtig viel Gewinn, Alter. Vor allen Dingen, ich hatte im letzten Part 1 Million. Und dann habe ich hier mein Tourismusgebiet ausgebaut, was gar nicht genutzt wird, aber ich hab's. Und du hast immer noch fast 1 Million. Und das war immer noch plus. Ja, also du hast eine richtig gute Stadt. Und das ohne Mods. Und ich weiß nicht, was ich hier mache. Vor allem der Stau, also der Stau, der ist immer da. Ich meine, ich kann nichts machen, die sind überall. Ich könnte hier Kreisel hinbauen. Aber ich weiß immer nicht, was ich hier hinten machen soll. Hier brauche ich noch Hilfe. Ja, aber das dauert einen Augenblick. Ja, weil den Autobahnausfahrten. Ach so, ja, bau keine Autobahnausfahrten, bau einfach fette Straßen. Das ist aber scheiße, dann entstehen da Kreuzungen. Oh, ich glaube, ich hatte das mit einem fetteren Autobahnausfahrten-Mod gelöst. Vor allen Dingen. Bau den Kreisel erstmal aus, dass da, weiß nicht, der Kreisel fünfspurig ist. Geht nicht. Wie geht? Dann sind da Ampeln, das habe ich vor 2 Parts versucht. Habe ich alles mit Mods gemacht? Verdammt. Aber sind da jetzt auch so Ampeln? Nein, das sind nur Stoppschilder. Achso, okay. Beziehungsweise das nur irgendwelche. Das ist nur, dass du ja links fahren darfst im Kreisel. Kannst also du nicht einfach große Kreisel hinbauen? Das sind doch kleine Kreisel, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob ein großer Kreisel das irgendwas ändern würde. Bau einfach mal so ein. Kannst ja wieder abreißen, weil das ist ja nur ein zweispuriges Ding. Ich könnte eine Kleeblattkreuzung machen. Was? Eine Kleeblattkreuzung. Keine Ahnung, was das ist. Ein Autobahnkreuz, oder? Wahrscheinlich. Gut. Okay, gut, dann. Ja, weil die großen Kreise. Achso, nee, eine Kleeblattkreuzung, ja, das ist jetzt so eine Autobahnausfahrt. Die bringt dir da nichts. Aber ein größerer Kreisel hat, glaube ich, mehr Ausfahrten. Mehr. Ja, genau. Ja, ich sehe gerade, du reist an Zap, sehr gut. Und man darf auch keine Einbahnstraße an den Kreisel bauen, ansonsten wird da auch wieder eine Kreuzung draus. Das ist total behindert. Ja, weil man Kreisel nur so bauen darf, wie sie gemacht sind. Du musst mal, wenn du irgendwelche Straßen abreißt, auf Pause machen. Ja, guck mal, die ist immerhin schon dreispurig auf jeder Seite. Das ist doch schon viel besser. Die Autos, die spawnen immer noch. Der Kreisel nicht angeschlossen ist. Ja. So. Und es hat nichts gebracht. Die fahren alle auf diese Spur nur. Ja, das ist die KI von. Von Essen von drei Spuren? Nicht. Und was fahren die? Auf die rechte! Essen drei Abbiegespuren, verfickter Scheiße! Ja, da bin ich auch noch nicht ganz durchgestiegen. Wie gesagt, ich habe das Spiel irgendwann so tot gemordet, dass nichts mehr ging. Ja, und irgendwie mein ganzes Industriegebiet fackelt auch irgendwie noch ab. Ich weiß nicht, was sie da machen soll. Das hatte ich auch. Ich habe einfach immer die abgebrannten Häuser abgerissen. Mich interessiert das gar nicht. Ich guck da einfach nur nicht hin. Okay. Ja, das ist auch gut. Müll habe ich. Ich habe hier doch 30 Müllverbrennungsanlagen hingebaut. Soll ich noch mehr bauen oder was? Wahrscheinlich. Ah, oh Gott. Nacken. Oh Gott, schon wieder ein Achievement. Kolossale Stadt. Was ist denn los?
Wieso bin ich so gut in diesem Spiel? Das Spiel gaukelt dir vor, es läuft richtig gut, obwohl es eigentlich richtig schlecht läuft. Oh Gott, ey, das hört sich richtig schlimm an, wenn du redest, ey. Ich hab dich, glaube ich, auf 15 Dezibel stellen müssen, damit ich deiner Lautstärke-Einstellung von deinen Boxen entspreche. Also mein Spiel läuft jetzt so, wie du es normal hören wirst. Ich muss dich dafür 15 Dezibel hochstellen. What the fuck? Ich hab den Steam-Stream bei mir nur auf, weiß nicht, gefühlt ein Viertel laufen? Ein Viertel Sound? Das ist eine gute Lautstärke bei mir. Soll ich hier noch einen Kreisel hinbauen? Ich weiß nicht, wo. Soll ich hier noch einen Kreisel hinbauen? Ich weiß nicht, wo du bist, Bray. Warte, ich kann es gerade noch. Warte. Was willst du da mit dem Kreisel? Neues Industriegebiet. So. Fälle zu steil. Ich mache es einfach so ins Quer, damit ich das machen kann. So, wir nehmen natürlich wieder die Bäume, weil Bäume sind geil. Bäume verbessern das Bild in der Stadt. Zum Glück habe ich das überall rangebaut. Achso, verbessern das Bild und... was machen die noch? Umweltverschmutzung? Genau, Umweltverschmutzung. Keine. Mehr machen die eigentlich nicht. So, und jetzt? Kannst du nicht im Prinzip direkt die Autobahnausfahrt zu einer dicken Straße machen? Kann ich die Autobahnausfahrt zu einem Kreisel machen? Ich glaube, ich habe das Problem gelöst. Welches jetzt? Nein, ich habe es nicht gelöst. Die fahren jetzt auf alle woanders lang. Ja. Was zur Hölle? Wieso fahren die jetzt alle da lang? Wo fahren die jetzt alle lang? Ich sehe es nicht. Die fahren jetzt durch meine Umgehungsstraße, durch die Stadt geht, in den Kreisel vom Industriegebiet, der zu dem anderen Kreisel im Industriegebiet führt, der zu dem anderen Kreisel führt. Die Umgehungsstraße durch die Stadt verstehe ich bis heute überhaupt nicht. Ja, ich dachte, die wollten alles Industriegebiet, wollten sie auch eigentlich. Ja, aber normalerweise macht man so eine Umgehungsstraße wie eine Autobahn, also die führt einmal komplett um die Stadt rum und dann führen so Autobahnabfahrten in die einzelnen Gebiete rein. Oh ja, jetzt wird's Nacht, jetzt fahren die alle wie über die andere Scheiße. Okay, das ist einfach nur Tag- und Nacht-Problem. Zum Glück habe ich dieses Tag- und Nacht-System nur. Wieso habe ich hier eigentlich überall nichts mehr gebaut? Das mit Tag und Nacht macht mich auch richtig fertig. Von hier nachts sehe ich einfach gar nichts, wenn ich irgendwas bauen will, von dem es regnet. Weißt du, wo du nichts gebaut hast? Ja, hier in meinem Industriegebiet, da ist um die Hälfte nicht mehr belegt. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Wahrscheinlich, weil ich so viel abgerissen habe. Was? Ich hab den letzten Part ja nicht geguckt und die anderen drei, also du meinst ja, dass jetzt drei Parts im Voraus. Ja. Ja, die hab ich ja alle noch nicht geguckt. Ja, ich hab ein bisschen was abgerissen vielleicht. Ja, sieht man. Nimm den verdammten dicken Pinsel und nicht diesen komischen Füller. Ah, das macht mich immer richtig wütend, dass du diesen, weißt du, immer so einzelne Gebiete anklicken. Klick, 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 klick. Statt dass du einfach einen Pinsel nimmst, zick, zick, fertig. Nee, mach ich nicht. Ah, das macht mich richtig wütend. Okay, wie mache ich das jetzt hier mit? Anders. Vielleicht so. Zack. Ach Gott, ich habe Hunger. Ich habe noch Chicken Nuggets. Yeah. Chicken Nuggets. Yeah. Chicken McNuggets oder King Nuggets? King Nuggets, what the fuck? Eddie, 200.000 Stück für 10 Cent. Hast du jetzt alle gekauft? Ich hatte... Was habe ich geschrieben gehabt bei... Guck mal, jetzt habe ich hier ein kleines Industriegebiet gebaut. Jetzt wollen die gar keine Industrie mehr haben. Ich habe hier gerade ein neues Industriegebiet aufgebaut. Eddie, die wollten aber schon keine Industrie haben, als du das Industriegebiet gebaut hast. Dann sind die auf und rumzuhören, die Fotzen. Die haben nur rumgeheult, weil du in dem anderen Gebiet keine Industrie mehr hattest. In welchem Gebiet hatte ich keine Industrie mehr? Da, wo du gerade eben alles wieder eingefärbt hast? Alles, das waren... Ja, nimm den Pinsel! Oh, ja, Das waren drei Pixel, die ich wieder eingefärbt habe. Ja, das hat gereicht. Oh, geil. Oh, Pinsel. Viel besser. Oh, guck mal, wie schnell das auf einmal geht. Wenn du nicht mehr alles also ohne Scheiß wäre viel schneller gegangen, hätte ich das jetzt einfach alles angeklickt. Ja, da, weil du alles eckig gebaut hast. In den Rundungen, ne, kannst du das nämlich nicht anklicken. Da musst du jedes Gebiet einzeln anklicken. Das ist richtig dumm. Warum kann der Verkehr nicht einfach mal funktionieren, so wie ich das will?
Weil das Spiel dann Spaß machen würde. Freddy, guck dich hier in Wiesbaden um. Funktioniert der Verkehr? Nein, kein Stück. Siehst du? Und aus den gleichen Gründen, weil die Leute hier kein Auto fahren können. Du meckerst darum, wir fahren die alle sofort rechts. Na, guck dich hier mal um. Ich sag ja nur der neue Kreisel. Der könnte so gut sein, wenn die Leute Auto fahren könnten. Der Kreisel ist so beschissen. Der könnte so gut sein. Wirklich. Das okay. Der beste Kreisel hier. Guck, ich schon wieder 1 Million. Was mache ich denn in diesem Spiel? Die Kreuzungen sind übrigens schlecht in den Wasserleitungen. Wieso das? Weil die zu Verstopfungen führen. Wurde ganz am Anfang des Spiels mal erklärt. Am Arsch, hab ich noch nie gehabt. Oh, eigentlich ist die Müllkippe am Arsch, kann ich echt mal woanders hinschieben. Wo pack ich die Müllkippe hin? Warum hab ich schon ein Müllproblem? Ja, wahrscheinlich, weil die Müllkippe nicht mehr angeschlossen ist, das kann sein. Ja. Vielleicht soll ich die Müllkippe auch wieder anschließen. So, dann nehmen wir jetzt hier diese Straße und bauen dich wieder hier ran, zack. Und lassen dich wieder füllen da. Alter, es gibt extra Anleitungen für Stadtaufbau und Cities. Hätte ich gebrauchen können. Ja, das sieht gut aus, so wie er das gemacht hat. Besser als meins? Er hat von Anfang an ein funktionierendes Straßennetz gebaut. Von Anfang an, was ist er für ein Noob? Hat gar keinen Spaß so. Aber bauen wir hier noch ein Riesenkrankenhaus und wir haben das Geld? Eine große Feuerwehr können wir auch noch hinbauen. Zack. Neues Gebäude, was auch hier schon. Was ist ein Frachtumschlagplatz? Damit kannst du Handel treiben. Ah, oh Gott, ich hab doch schon einen Haft, den ich verstehe. Da darfst du mich auch nicht fragen, da verstehe ich auch nichts von. Oh nein, ich mach keinen Plus. Doch, ich mach immer noch 11.000 Plus. Wie sieht es hier mit Schule aus? Die sind alle dumm, oder? Ja, ist das eigentlich ein Bussystem? Nein. Ja, komm, hier bauen wir noch was hin und hier gibt es noch irgendwie so eine Hochschule. Soll ich hier noch so ein College hinbauen? Ja, komm. Wie haben wir das Geld? Das hier sollte irgendwann mal ein Bürogebiet werden. Welche dann hat. Jetzt? Da, wo ich jetzt rauf gucke, in ein paar Minuten. Ja. Also, das hier, was ich hier so einmal umzogen habe, gerade, sollst du hier sehen. Ich habe es nur 2 Mal umzogen. Ja, ich sehe es. Gott, ich brauche Krematorien! Ich hab hier drei. Wie viele Leute können hier denn sterben? Ich habe gar nicht so viele Bewohner, wie hier sterben. Du hast 42.000 Bewohner. Die Zahl geht ins Minus. Aber du meinst, deine Stadt macht Plus. Nur 2 Krematorien müssen reichen. Oh, warum habt ihr schon wieder kein Wasser? Meine Fresse! Am geilsten du hast, als du so eine Kackröhre, so eine Wasserpumpstation, die in die Kackröhre gestellt hast. Das war, du musst nicht so lachen. Das war richtig gut. Hat nicht so optimal funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Das war super. Okay, wie mache ich das hier mit dieser Autobahn? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, wo ich war. Du musst ja irgendwas anders machen können. Autobahn, du redest? Ach, von der Autobahn redest du. Bau noch eine Abfahrt. Und dann? Wo soll die hinführen? Direkt an den Kreise? Direkt an den Kreise, sagt nee, er, nein. Auf die andere Seite. Also nach unten sozusagen und dann auf die Brücke. Also nicht auf die Brücke, sondern hinter den Kreisel vor die Brücke. Hinter den Kreis, ich hab sie auf den Kreis. Ja, das geht auch, aber dann hast du wieder eine Kreiselausfahrt. Achso, ich meinte, ja, okay, ich weiß noch nicht ganz genau, was du da tust. Ich auch nicht. Gut. Glaub mal. Ja, glaub doch, mal. Du tust ungefähr das, was ich wollte. Oh mein Gott, ich kann sie direkt an den Kreis machen, ich muss gar keine Ausfahrt machen. Oh Gott, direkt die Straße hier löschen, vielleicht fahren die da richtig mal rauf. Das wäre natürlich geil. Was machst du an den Kreisen? Direkt die Ausfahrten, weil dann steht da keine Kreuzung. Ah. Vielleicht funktioniert das ja, wahrscheinlich nicht, oder? Ja doch, das könnte funktionieren. Dann sind die nämlich nicht mehr so behindert und fahren alle in die rechte Spur, sondern es gibt nur noch eine Spur. Dass eine Ausfahrt auch nur einspurig benutzt wird, das ist so behindert. Die ist nur einspurig.
Ja, okay, das ist ja schon mal ein Ist das zweispurig oder nicht? Nein. Okay. Okay, gut. Also mein Verkehr funktioniert, gucken wir mal kurz auf die Karte. Okay, gut, Google. Gar nicht. Oh Gott! Was? Die ganze scheiß Straße hier! Ist schlimmer geworden? Es ist anders. Wieso fahren die alle in das Industriegebiet? Weiß nicht, vielleicht wollen die da arbeiten. Da war mitten in der Nacht. Ich hab hier so viel Stau, die passen hier alle gar nicht rein. Du darfst den Stau nicht mit dem parkenden Verkehr verwechseln, ne? Nee, das sind schon die Leute, die nur fahren. Du solltest übrigens neben die U-Bahn-Station parken, Ride-Station machen. Nein, Quatsch. Das wäre zu leid. Möchtest du einen Jaguar F-Type, Coupé, R, 151 PS, Black? Ich möchte jetzt erstmal, dass der Scheiße funktioniert. Kostet 78.000 Euro. Es funktioniert immer noch nicht. Schade. Oh Gott. Super. Oh, weil die einfach keinen Kreisel fahren können. Ich meine, das ist mehrspurige Kreisel und die fahren alle rechts. Bitte installier den Verkehrsmod. Nein, dann kann ich keine Achievements freischalten. Ach Gott, dann mach das auch noch weg. Es hört nicht auf, es wird immer schlimmer. Ich guck mal kurz nach, ob es für eine Verkehrs-KI gibt, eine richtige. Ich glaube, das hier als Ausfahrt. Ich glaube, ich hätte hier auch noch Kreisel im Bahn machen. Gott, es wird auch nicht besser. DLCs? Nein. Workshop durchstöbern. Ich habe keinen Strom mehr? Was sind ihr für Fotzen? Guidance. Strom. KI. Ich will so ein Wasserkraftwerk endlich haben. 80 Megawatt sind nicht viel, oder? Keine Ahnung. Was bringen? Bleibt bei natürlichen Energien, bei erneuerbaren Energien. Kernkraftwerk macht 600 Megawatt. Nicht K.O., KI. 0 Megawatt, 0 Megawatt. Hast du einen Staudamm schon gebaut? Ja, ne? Den wollte ich gerade bauen. Ah, sehr gut. Ah, ich sehe es gerade. 224 MW. Verkehr auf Englisch? Big Traffic. Gibt's Better Traffic, bitte? Better Traffic. Kann man da rüberfahren? Oh mein Gott, Den Staudamm kann man rüberfahren, logischerweise. Oh nice, ey. Jetzt bin ich gehypt. Kann ich einen Kreisel hinbauen? Kreisel! Schnell! Okay, es gibt keinen Intelligent KI-Mod. Du hättest mir niemals sagen dürfen, dass es Kreise gibt. Ich baue alles nur noch mit Kreiseln. Das ist doch gut. Das ist besser als jede Kreuzung, wirklich. Nicht wie ich das baue, glaub mal. Doch, selbst das. Meine Umgehungsstraße um die Stadt hat übrigens überall diesen Scheißer für Fahrradfahrer. Das ist nicht sinnvoll. Ich weiß, aber ich habe keinen Bock, es umzubauen. Ich habe gerade 200.000 für so ein scheiß Kraftwerk ausgegeben. Ja, und? Du hast doch gleich wieder drin. Hä, was? Es gibt doch KI-Mods für den Scheiß, oder nicht? Map, Mod, Safe Game, District Style, Map Theme, Assets. Vehicle brauchen wir nicht, Electricity brauchen wir nicht. Bla bla bla. Hörst du nicht das Wasser irgendwie auf? Oh Scheiße, was passiert hier? Das fließt über den. Oh mein Gott, das fließt über meinen Staudamm! Was passiert hier? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist oder ob das so soll. Oh Gott, Oh Gott, die sagen von Überflutung! Was mache ich denn? Ich glaube, das ist verbuggt. Nein, das staut doch das Wasser. Das ist so extra so ein Feature davon. Ja, aber eigentlich soll es nicht daran vorbeilaufen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Was? Hast du jetzt mehr Strom? Was weiß ich? Sehr gut. Ja, doch, das steigt gerade stetig. Vielleicht muss es einfach sich erstmal beruhigen. Ja, ich glaube, das muss ich erstmal einbasteln. Ne? Moment, ich kann nicht in die Terraform oder so? Weiß ich nicht, habe ich nie gemacht. Warte mal, nein, das soll hoch. Ich habe ja das Geld.
Weißt du was? Ich mache einfach den Scheiß alles. Oh Gott, ich muss das. Kann ich mir noch ein Gebiet kaufen eigentlich schon? Ja, bestimmt. Mach ich das jetzt hoch oder runter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht mal das so hoch und nicht anders. Okay, ich guck mal beim Mods nach. Was suchst du für Mods? KI-Mods! Oh Gott! So, das war es mit diesem Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Tschüss.